Mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute, meine lieben Freunde, am Montag natürlich wieder zu einer neuen Episode von Mobile Mondays mit Luca. Wie es selbstverständlich bei den bisherigen Folgen Mobile Mondays mit Luca ebenfalls der Fall war, ist auch das heutige Video wieder freundlich unterstützt worden von Google Play im Rahmen der Play-On-Kampagne. Und heute spielen wir den Bus-Simulator. Ich war ja, 1948 war ich ja. Alter, die Schnauze. Das hier ist auf jeden Fall unser extrem geiles Gerät, mit dem wir gleich rumfahren werden, von dem Unternehmen Lukas Laden. Ja, das ist mein Busunternehmen. Ich würde sagen, wir fahren heute einfach mal von Hamburg nach Stuttgart. Und zwar starten wir ganz entspannt um 10.30 Uhr morgens. Akzeptieren. Ticketpreis 24 Euro, ne, war ein bisschen günstiger, oder? Ja, dann lassen wir es einfach bei einem Zehner. Und hinsichtlich Gastronomie würde ich sagen, nehmen wir noch ein bisschen Eis mit, wir nehmen Tee mit, wir nehmen Kaffee mit, Hotdogs. Komm, wir packen alles ein. Können sich alles... Oh, ich kann nur bis zu vier. Naja, egal. Starten wir einfach mal. Das hier bin ich, der Firmeninhaber. Der sieht auch exakt so aus wie ich. So, Freunde, der ganze Apparat hier startet jetzt mal. Ich würde sagen, ich... Wieso kann ich nicht Gas geben? Geil, Alter. Und jetzt geben wir einfach mal Gas und starten hier unseren Bus. Wir fahren... Wo fahren wir denn? Wo? Ah! Oh mein Gott! Ach, das ist gar nicht mit... Ach, das ist... Oh mein Gott! Lenk doch zur Seite! Entschuldigung, liebe Fahrgäste. Allerdings können wir hier jetzt einfach auf Reverse gehen. Dann fahren wir einfach mal ein bisschen nach hinten. Genau, schön. Da switchen wir auch direkt die Kamera. Jetzt gehen wir allerdings wieder in den Drive-Mode und fahren nach vorne. Kickdown. Komm. Oh, da rechts ist ein Supermarkt. Ich brauche noch was zu essen. So. Wie kann ich denn jetzt mal aussteigen? Das bin ich. Oh, ich habe eine Beifahrerin. Das sieht auch nicht so gesund aus, gerade mit meinen Händen. So sieht unser Bus auf jeden Fall von vorne aus. So sieht er von oben aus, so ein bisschen GTA-Perspektive. Allerdings schauen wir uns das Ganze mal so an und fahren jetzt. Wir müssen nämlich Leute einsammeln. Och Gott. Steht da so eine Karre im Weg. Ey, ich bin der beschissenste Busfahrer der Welt. Jetzt geht's los, meine lieben Freunde. So, wo müssen wir denn hinfahren? Da vorne steht irgendwie so ein Pfeil. Ich weiß allerdings nicht, soll ich hier erstmal halten oder wie? Ah, da! Ach so. Okay, fahren wir mal hier hin. Hallo. Ja, ich stehe doch hier perfekt. Aber gut, fahren wir hier vorne mal perfekt rein. So, zack, bleiben stehen. Und jetzt sehen wir schon, sie müssen den Kofferraum für Koffer öffnen. Wie mache ich denn das? One hour later. Ah, okay. Sie müssen die Türen öffnen, sagen die Passagiere. Ja, könnt ihr nicht aus dem Fenster springen? Aha. Na gut. Dann kommt mal raus, Freunde. Okay, cool. Das ist der Fritz-Dieter. Der stellt sich vor die Koffer, damit da ja keiner rankommt. Da kommt... Oh, die Ladies. Hallo, Chicas. Okay, alle sind drin. Oh, noch mehr Ladies. Komm rein. Nee. Was willst du denn da, Digga? So, Leute, die Gäste sind drin. Von daher mache ich mal die Tür zu und auch das Gepäckding zu. Wir sind im Reverse-Gang. Das heißt, wir fahren jetzt mal nach hinten und fahren nach hinten. Wir fahren. Wir müssen unseren AMG erstmal anmachen, den Laden. Nach einem kleinen Zwischenfall hier gerade beim Ausparken, würde ich sagen, bewegen wir uns jetzt allerdings auf nach Berlin. Nee. Nach Stuttgart. Nee, nach München. Von wo fahre ich denn? Es ist nicht verwunderlich, alles an. Sprachen lernen, Bubble. Ihr Busfahrer kann nicht mal Deutsch, also kann ich auch kein Auto fahren. Was ist das hier denn für eine Sch. Ey, ich spiele den Bus-Simulator und komme nicht mal vernünftig von einem Parkplatz weg. Was ist mit ihr denn hier? Hallo, Chica. Willst du einsteigen bei mir in den Laden? Ist sie durch den Bus durchgelaufen? Chica, komm rein in den Laden. Halt dein Maul. Ja gut, wenn du nicht mit nach Hamburg, Stuttgart, München, Berlin, Wuppertal, West, keine Ahnung, wo ich jetzt gerade hinfahre. Wenn du nicht mit willst, dann kommst du halt nicht mit. So, wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal raus hier vom Platz und fahren jetzt auf die Autobahn hier drauf. Musst du jeden Bord anfahren lernen? Erstmal Deutsch, Bruder. Hier vorne müssen wir jetzt rechts abbiegen. Die Kurve ist allerdings perfekt geeignet für unseren Racing-Bus. Da müssen wir gar nicht abbremsen. Wir brettern hier mit 66 km/h drüber. Kurzer Exkurs ins Löwenzahn. Kann es sein, dass du dumm bist? Aber gut, okay. Wir haben hier ein paar Allmanns an Bord. Die wollen unbedingt in den anderen Firmen wurden Sandwich verteilt. Lernen erstmal Sandwich schreiben. Bei mir gibt es nur Pizza im Bus. Entweder du frisst das oder steigst halt aus.
Ihr freundlicher und kompetenter Busfahrer. Eine Tanke! Ach geil, ich brauche eh noch ein bisschen Tank-Dings. Auf! Musst du jeden Bord anfahren? Was ist denn ein Bord? Ich glaube, die meinen Bordstein. Aber so weit kann ich nicht schalten. Schalten ist witzig, weil ich habe eigentlich ein Automatikgetriebe. Halt einfach dein Maul. Digga! Mach doch mal Platz hier. Was ist, hätte gedacht, dass es einen WLAN-Zugang gibt. Das mit Doppel-S, du Blödmann. Aber gut, wir haben jetzt auf jeden Fall die Tankstelle gefunden. Und ich parke hier jetzt einfach mal. Die Gebühr wird von ihrem Firmenkonto abgezogen. Ja, aber Lukas Laden hat 70 Milliarden Euro auf dem Konto, von daher ist es gar kein Problem. Kannst du bitte ein bisschen schneller tanken? Wir haben es eilig. Aber gut, weiter geht's, liebe Fahrgäste. Wir bewegen uns weiter die 600... Wir sollen irgendwie 600 Kilometer von Hamburg nach Stuttgart fahren. Keine Ahnung, wie ich das hier in einem Video hinkriegen soll. Aber oh, da ist eine Abkürzung. Hier können wir lang. Das ist... Oh, ich kann nicht, was, ich bin zu jung, um zu sterben. Ey, kommt, Leute, das war ein Tannenbaum, mein Gott. Ich dachte halt, bisschen Weihnachtsstimmung hier im Februar. Der zeigt mir da oben auch wieder so eine komische Kurve an, die muss ich aber gar nicht fahren. Ich fahr hier lang. Hä? Ja, Mann, okay, gut, dann muss ich halt auf Autobahn fahren. Vor allem Autobahn, Luca, wieder gar keinen Sinn. Das ist einfach so eine stinknormale Bundesstraße. Allerdings müssen wir hier jetzt rechts abbiegen. Und jetzt fahren wir auf die Autobahn drauf, meine lieben Freunde. Also jetzt wird's spaßig. So, erstmal Schulterblick. Okay, alles frei! Oh, musst du jeden Bord anfahren? Das ist kein Bordstein, das ist eine Leitplanke, mein lieber Herr Fritz-Dieter-Gesangsverein da hinten. Aber gut, Freunde, weiter geht's hier auf jeden Fall nach Rom mit unserem Kegelverein hinten drin. Wir fahren hier mit 87 km/h über jegliche Spuren drüber, uns kann gar nichts aufhalten. Guck mal, der da rechts, der grüne Schlumpf, bei mir sind Schlümpfe grün. Wir haben hier unten auch ein Mikrofon, von daher sage ich jetzt einfach mal, wir sind immer für Sie da. Sehr geehrte Gäste, damit Sie eine möglichst angenehme Fahrt haben, steht Ihnen die Crew jederzeit zur Verfügung. Ja. So. Was können wir sonst noch so sagen? Ihre Anfahrtzeit ist gekommen. Sehr geehrte Gäste, die Abfahrt kann nun beginnen. Bitte setzen Sie sich an Ihre Plätze. Suits Games wünscht Ihnen eine angenehme Fahrt. Wir sind schon längst abgefahren. Aber gut, wir konzentrieren uns hier weiter auf unsere Fahrt nach Frankreich. Wir haben nur noch 420 Kilometer, aber okay. Ja, meine lieben Fahrgäste, ich hoffe, ist es nicht verwunderlich? Ach komm, halt doch dein Maul da hinten. Ich muss die Leute hier auch irgendwie überholen und man kennt's ja, in Deutschland überholt man ja selbstverständlich von rechts über den Standstreifen, also wie auch sonst. Da vorne, oh, jetzt haben wir ein bisschen Stau. Das ist aber nicht schlimm, weil unser Bus in Lukas Laden, der ist gepanzert, von daher können wir hier so ein bisschen einfach zwischendurch, Entschuldigung. Achtung, heiß und fettig, wir müssen nach Belgien, meine lieben Freunde. So, zack, hier drumrum, bam. Musst du jeden Bord anfahren? Das war ein Auto, mein lieber Freund. Nein, 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 bleib auf der Fahrbahn, bleib auf der Fahrbahn. Oh mein Gott, okay, gerade noch so gerettet, Freunde. Da hat keiner was zu beanstanden, meine Passagiere, denn ich habe alles im Griff. Was ist das da schon wieder für ein komischer Umweg? Oh mein Gott, wie die da alle runterbrettern. Hallo, roter Doppeldeckerbus, der kommt bestimmt gerade aus London. Wir sind allerdings immer noch auf dem Weg in die Niederlande, meine lieben Freunde. Wir haben nur noch 319 Kilometer vor uns. Ja, wollen wir ein paar Lieder singen sonst zur Abwechslung mal? Eine Busfahrt, die ist kacke, ja mit Luca sind wir tot. Wenn der vorne sitzt am Steuer, ja dann ist es an nicht, ge ist nicht geheuer. Der ist auch ein Ungeheuer. Und den verbrennen wir nachher im Feuer. Halt deine Schnauze. Also sorry, klar, man kann mir vorwerfen, was man will, von wegen, hey, ich habe hier ein bisschen vielleicht den ein oder anderen Baum mitgenommen und das ein oder andere Auto und leicht beschädigt, aber wir sind schnell. Wir sind wirklich schnell, da kann man nichts sagen. Oh, tanken wir kurz? Nein, tanken wir nicht. Wir haben ein Ziel und das ist Russland. Du musst eine Pause einlegen. Puh, wer braucht denn Pausen? 2000 Jahre später. Okay, meine Damen und Herren, wir haben noch 150 Kilometer vor uns. Allerdings müssen wir nun hier rechts abfahren. Von daher würde ich sagen, wir reduzieren die Geschwindigkeit definitiv. Oh, das Meer! Sind wir ja schon... Wow, wow, wow. Wow, okay. Hat er das gerade als Unfall gewertet? Hat er das gerade wirklich als Unfall gewertet, weil ich da ein bisschen mit einer Überhöhung bin? Ja. Zapperlot nochmal, ey. Euch bringe ich nie wieder nach Spanien. An der Stelle möchte ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. An der Stelle geht nochmal ein dickes, dickes Dankeschön raus an Google Play, die im Rahmen der Play-On-Kampagne das heutige Video wieder freundlicherweise unterstützt haben. Wenn ihr auch Bock auf Bus-Simulator habt und euch denkt, hey,
ich kann das definitiv besser als Luca, dann findet ihr einen Link selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Und jetzt befinden wir uns auch schon hier im Outro, meine lieben Freunde. Ihr findet hier einerseits nochmal Bus Simulator, das Spiel eingeblendet, da könnt ihr draufklicken, gelangt direkt in den Play Store, könnt euch das Ganze runterladen. Und ihr findet hier auch das letzte Video von Mobile Mondays mit Luca eingeblendet. Da habe ich nämlich The Elder Scrolls Blades gespielt. In dem Spiel war ich auch nicht viel besser als in, wie, wie, äh,